Funkelnde Idylle, die Ausstellung in Max Liebermanns Garten in der Hamburger Kunsthalle. Wir sehen die grüne Idylle, Max Liebermanns Gemälde Gartenbank unter dem Kastanienbaum von 1925. Auf in die Sommerfrische zu Max Liebermann, der Berliner Impressionist, welcher von 1847 bis 1935 lebte, lädt uns auf 80 Gemälden und Pastellen in sein Gartenreich am Großen Wannsee ein. Die in der Hamburger Kunsthalle ausgestellten Gartenbilder sind eine reine Augenfreude. Liebermann hatte das 7 Hektar große Grundstück im Jahre 1909 erworben. Er ließ sich eine Villa hineinsetzen und entwickelte mit Alfred Lichtwag, dem ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle, das Konzept der Gartengestaltung. Die Grünanlage ist geometrisch gegliedert. Die Wege verlaufen schnurgerade. Die unterschiedlichen Areale sind viereckig ausgeschnitten. Nächstes Jahr, also im Jahre 2005, soll die Wiederherstellung von Haus und Garten abgeschlossen sein. Mit seiner Sommerresidenz wurde Liebermann erst richtig warm, als er wegen des Ersten Weltkrieges seine alljährlichen Hollandaufenthalte aufgeben musste. Fortan verbrachte er die Monate April bis September am Wannsee, im Kreise seiner Lieben. Dabei gibt sich der auf seinen Selbstbildnissen oft so streng und kantig wirkende Maler als Gemütsmensch zu erkennen. In Öl malte er seinen im Lehnstuhl schlafenden Dackel, ein Bild von 1915. Dann porträtierte er seine neugierig aus dem Kinderwagen spähende Enkeltochter Maria, ein Bildnis von 1918. Bilder, die Gattin Martha und Tochter Käthe zeigen, vervollständigen das Familienidyll. Der Garten aber wurde zum zentralen Thema des Spätwerks. Besonders häufig malte Liebermann die Blumenpracht im zur Straßenseite gelegenen Areal. So präsentiert er im Gemälde Blumenstauden im Nutzgarten nach Nordwesten von 1926 eine üppige grüne Vegetation, aus der orange, rote und rot-weiße Blüten als Farbflecken leuchten, funkeln, ja, wie ein Feuerwerk diagonal in die Höhe schießen. Aus Liebermanns friedlichem Refugium blieben die dramatisch bewegten Zeitläufe weitgehend ausgesperrt. Nur aus Kohlfeld im Wannseegarten nach Westen verrät, dass die Familie während des Krieges zur Selbstversorgung genötigt war. Direkt vor uns runden sich in voller Bildbreite die Kohlköpfe. Es ist enorm. Sie formieren sich zu einer bläulichen Farbwoge von mitreißender Wucht. Im Kohlfeld und auf vielen anderen Gemälden arbeitet eine Gärtnerin. Ein Nebenmotiv, das wie eine Reminiszenz an Liebermanns frühe, realistische Arme-Leute-Malerei wirkt, in der etwa die Kartoffelsammlerin von 1874 im Zentrum steht. In Liebermanns Garten weist die angestellte Arbeitskraft dezent darauf hin, dass es der Hausherr zu etwas gebracht hat. Zu Lichtwag sagte er, sehen Sie, diese 10 Finger haben das alles ermalt, Grundstück, Haus, Gartenanlage. Es ist gerade dieser zurückhaltende, aber unverkennbare Besitzerstolz, der den im freien Licht des eigenen Gartens gemalten Bildern die besondere Note verleiht. Sie trifft einen Ton zwischen Privatheit und Repräsentation.
Der Eigentümer führt uns in die malerischsten Winkel seines Paradiesgartens. In ihm herrscht stets Sonnenschein. Und der zaubert strahlende Lichtflecken in den kühlenden Schatten der Birkenallee im Wannseegarten nach Osten, die den Blick bis zu den auf dem Wasser gleitenden Segelbooten leitet. Noch lieber lenkt Liebermann die Aufmerksamkeit auf die Blumenterrasse vor der Villa. Einen besonders schönen Anblick bietet die Blumenterrasse im Wannseegarten nach Nordwesten von 1917. Das satte Gelb und tiefe Blau-Violett der Beete, das saftige Grün des Rasens und das warme Ockergelb des Weges wie der Fassade vereinen sich zu beglückender Farbharmonie, geschaffen in blutigen Kriegstagen. Der Kulturteil auf Seite 25 von Veit Mario Tiede.